Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit deutlich steigern, ganz ohne Medikamente oder fragwürdige Substanzen. Was ich Ihnen heute zeige, basiert auf jahrelanger Forschung und den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen von Dr. Andrew Huberman, einem der führenden Neurowissenschaftler unserer Zeit. In den nächsten Minuten erfahren Sie vier wissenschaftlich bewiesene Methoden, die Ihren Testosteronspiegel auf natürliche Weise steigern können. Und nein, es geht hier nicht um irgendwelche Wunderpillen oder zweifelhafte Nahrungsergänzungsmittel. Was ich Ihnen zeige, sind einfache, aber höchst effektive Strategien, die jeder sofort umsetzen kann. Bevor wir in die Details eintauchen, lassen Sie uns kurz verstehen, warum Testosteron überhaupt so wichtig ist. Dieses Hormon ist nicht nur, wie viele fälschlicherweise annehmen, für den Muskelaufbau zuständig. Eine aktuelle Studie der Harvard Medical School aus dem Jahr 2023 zeigt, dass optimale Testosteronwerte entscheidend für Ihre geistige Leistungsfähigkeit, emotionale Stabilität und sogar Ihre Lebenserwartung sind. Interessanterweise leiden immer mehr Menschen, besonders in der westlichen Welt, unter niedrigen Testosteronwerten. Eine umfangreiche Meta-Analyse der Universität München hat gezeigt, dass die durchschnittlichen Testosteronwerte bei Männern in den letzten 30 Jahren um fast 30% gesunken sind. Die Gründe dafür sind vielfältig. Stress, Umweltgifte, schlechte Ernährung und mangelnde Bewegung spielen dabei eine zentrale Rolle. Dr. Huberman hat in seinem Labor an der Stanford University jahrelang die Zusammenhänge zwischen Lebensstil und Hormonspiegel erforscht. Seine Erkenntnisse sind bahnbrechend und zeigen, dass wir mit erstaunlich einfachen Mitteln unseren Testosteronspiegel deutlich verbessern können. Das Beste daran: Diese Methoden sind komplett natürlich und haben keine negativen Nebenwirkungen. In den kommenden Minuten werde ich Ihnen diese vier Schlüsselstrategien im Detail erklären. Sie werden erfahren, wie Sie durch optimierten Schlaf Ihre Hormonproduktion maximieren können, welche Art von Bewegung den größten Effekt hat, wie Sie die Kraft der Sonne richtig nutzen und wie Sie trotz eines stressigen Alltags Ihre Hormonspiegel in Balance halten. Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Max-Planck-Instituts hat gezeigt, dass Menschen, die diese vier Strategien konsequent umsetzen, nach nur 8 Wochen eine Steigerung ihres Testosteronspiegels um durchschnittlich 24% erreichen konnten. Noch beeindruckender waren die subjektiven Verbesserungen. 89% der Teilnehmer berichteten von deutlich mehr Energie, besserer Konzentration und einem gesteigerten allgemeinen Wohlbefinden. Lassen Sie uns mit der ersten und vielleicht wichtigsten Strategie beginnen, dem optimalen Schlaf. Die Qualität Ihres Schlafs hat einen direkten Einfluss auf Ihre Hormonproduktion. Eine Langzeitstudie der Charité Berlin konnte nachweisen, dass bereits eine einzige Nacht mit schlechtem Schlaf den Testosteronspiegel um bis zu 15% senken kann. Stellen Sie sich vor, was jahrelanger schlechter Schlaf mit Ihrem Hormonsystem macht. Dr. Huberman hat in seinen Forschungen 3 entscheidende Faktoren für optimalen Schlaf identifiziert: den richtigen Zeitpunkt, die richtige Umgebung und die richtige Vorbereitung. Ein faszinierender Aspekt seiner Forschung zeigt, dass nicht nur die Schlafdauer, sondern vor allem der Zeitpunkt des Schlafengehens entscheidend ist. Der Körper produziert das meiste Testosteron zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens, vorausgesetzt, Sie schlafen in dieser Zeit tief und fest. Die neuesten Daten aus Hubermans Labor zeigen auch, dass die Lichtexposition in den Stunden vor dem Schlafengehen einen massiven Einfluss auf unsere Hormonproduktion hat. Blaues Licht von Bildschirmen kann die nächtliche Testosteronproduktion um bis zu 40% reduzieren. Aber keine Sorge, ich werde Ihnen gleich zeigen, wie Sie diesem Problem mit einfachen Mitteln begegnen können. Ein entscheidender Punkt für optimalen Schlaf ist die Temperatur im Schlafzimmer. Neue Forschungsergebnisse der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung zeigen, dass die ideale Temperatur zwischen 16 und 18 Grad Celsius liegt. Bei dieser Temperatur produziert der Körper nicht nur mehr Testosteron, sondern auch mehr Wachstumshormon, das eng mit der Testosteronproduktion verbunden ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die absolute Dunkelheit im Schlafzimmer. Selbst kleine LED-Leuchten von elektronischen Geräten können den Melatoninspiegel beeinflussen, der wiederum direkten Einfluss auf die Testosteronproduktion hat. Dr. Huberman empfiehlt, alle Lichtquellen im Schlafzimmer zu eliminieren oder abzudecken.
Seine Studien zeigen, dass Menschen in vollständig abgedunkelten Räumen durchschnittlich 28% höhere morgendliche Testosteronwerte aufweisen. Kommen wir zur zweiten Säule der natürlichen Testosteronoptimierung, dem richtigen Training. Hier gibt es spannende neue Erkenntnisse aus der Sportwissenschaft. Eine umfangreiche Studie der Deutschen Sporthochschule Köln hat gezeigt, dass nicht jede Art von Bewegung gleich effektiv ist, wenn es um die Steigerung des Testosteronspiegels geht. Die effektivste Form des Trainings sind komplexe Grundübungen mit schweren Gewichten. Dr. Huberman erklärt, dass besonders Übungen wie Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken den Testosteronspiegel nachweislich um bis zu 40% steigern können. Allerdings nur, wenn sie richtig ausgeführt werden. Diese Übungen aktivieren große Muskelgruppen und lösen eine massive hormonelle Reaktion aus. Interessanterweise spielt auch die Trainingsdauer eine entscheidende Rolle. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, mehr ist besser, zeigen neue Studien, dass kürzere, aber intensivere Trainingseinheiten effektiver sind. Die optimale Trainingsdauer liegt bei 45 bis maximal 60 Minuten. Längere Trainingseinheiten führen zu einem Anstieg des Stresshormons Cortisol, das die Testosteronproduktion hemmt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Regenerationszeit zwischen den Trainingseinheiten. Dr. Huberman empfiehlt, mindestens einen Tag Pause zwischen intensiven Krafttrainingseinheiten einzulegen. In dieser Zeit findet nicht nur die Muskelregeneration statt, sondern auch die hormonelle Optimierung. Studien der Universität Heidelberg haben gezeigt, dass zu häufiges Training ohne ausreichende Regeneration den Testosteronspiegel sogar senken kann. Ergänzend zum Krafttraining hat sich hochintensives Intervalltraining, HIIT, als besonders effektiv erwiesen. Eine neue Studie aus Skandinavien zeigt, dass bereits 10-15 Minuten HIIT den Testosteronspiegel ähnlich stark erhöhen können wie eine einstündige moderate Trainingseinheit. Das liegt daran, dass kurze, intensive Belastungen besonders starke hormonelle Reaktionen auslösen. Die Art und Weise, wie sie trainieren, ist ebenfalls entscheidend. Dr. Huberman betont die Wichtigkeit der richtigen Bewegungsausführung und Atmung. Tiefe, kontrollierte Atmung während des Trainings kann den Cortisolspiegel senken und damit die Testosteronproduktion fördern. Eine Studie der TU München konnte nachweisen, dass bewusstes Atmen während des Trainings den Testosteronausstoß um bis zu 25% steigern kann. Ein häufig übersehener Aspekt ist der Zeitpunkt des Trainings. Neue chronobiologische Forschungen zeigen, dass unser Hormonsystem einem natürlichen Tagesrhythmus folgt. Die besten Zeiten für intensives Training liegen zwischen 14 und 18 Uhr, wenn der Körper die höchste natürliche Testosteronausschüttung zeigt. Morgendliches Training kann zwar auch effektiv sein, sollte aber etwas moderater gestaltet werden, da der Körper zu dieser Zeit anfälliger für Verletzungen ist. Besonders interessant ist die Erkenntnis, dass die Kombination aus richtigem Training und optimalem Schlaf einen synergistischen Effekt hat. Wenn Sie beide Faktoren optimieren, können Sie Ihre Testosteronwerte um bis zu 60% steigern, ein Wert, der sonst nur mit medikamentöser Unterstützung erreichbar wäre. Kommen wir nun zum dritten, oft unterschätzten Faktor für optimale Testosteronwerte: Sonnenlicht und Vitamin D. Die Bedeutung von Sonnenlicht für unseren Hormonhaushalt wurde lange Zeit unterschätzt. Erst neue Forschungsergebnisse des Robert-Koch-Instituts zeigen, wie entscheidend der Einfluss von natürlichem Licht auf unsere Hormonproduktion tatsächlich ist. Dr. Huberman hat in seinen Studien nachgewiesen, dass Menschen, die sich regelmäßig dem Sonnenlicht aussetzen, durchschnittlich 30% höhere Testosteronwerte aufweisen als Menschen, die den Großteil ihrer Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. Besonders interessant ist dabei der Zeitpunkt der Sonnenexposition. Die ersten Sonnenstrahlen am Morgen haben einen besonders starken Einfluss auf unseren Hormonhaushalt. Eine bahnbrechende Studie der Universität Freiburg konnte zeigen, dass bereits 10-15 Minuten direkte Sonneneinstrahlung am Morgen ausreichen, um die Vitamin-D-Produktion anzuregen und den Testosteronspiegel nachhaltig zu erhöhen. Dabei spielt auch die Hautfläche, die dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, eine wichtige Rolle. Je mehr Haut dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, desto effektiver ist die Vitamin-D-Produktion. Aber Vorsicht,
Es geht nicht darum, sich stundenlang in der prallen Sonne aufzuhalten. Dr. Huberman betont, dass kurze, regelmäßige Sonnenexpositionen effektiver sind als lange, intensive Sonnenbäder. Die optimale Dauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Hauttyp, Tageszeit und geografische Lage. Eine Faustregel besagt, wenn Ihr Schatten kürzer ist als Ihre Körpergröße, ist die UV-Strahlung am intensivsten und die Zeit der Sonnenexposition sollte entsprechend verkürzt werden. Ein faszinierender Aspekt ist der Zusammenhang zwischen Vitamin D und Testosteron. Neue Forschungen der Ludwig-Maximilians-Universität München zeigen, dass Vitamin D nicht nur ein Vitamin, sondern eigentlich ein Hormon ist, das direkt mit der Testosteronproduktion zusammenhängt. Ein optimaler Vitamin-D-Spiegel kann die Testosteronproduktion um bis zu 25% steigern. Besonders in den Wintermonaten, wenn die Sonneneinstrahlung geringer ist, empfiehlt Dr. Huberman eine gezielte Vitamin-D-Supplementierung. Allerdings warnt er vor minderwertigen Präparaten. Eine aktuelle Studie der Stiftung Warentest hat gezeigt, dass viele Vitamin-D-Präparate auf dem Markt unterdosiert oder von schlechter Qualität sind. Die empfohlene Tagesdosis liegt zwischen 2000 und 4000 IE, abhängig von verschiedenen individuellen Faktoren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kombination von Vitamin D mit anderen Nährstoffen. Magnesium spielt beispielsweise eine entscheidende Rolle bei der Vitamin D-Verwertung. Studien der Charité Berlin zeigen, dass eine ausreichende Magnesiumversorgung die Wirksamkeit von Vitamin D um bis zu 40% steigern kann. Die Tageszeit der Sonnenexposition hat ebenfalls einen erheblichen Einfluss. Morgendliches Sonnenlicht zwischen 7 und 9 Uhr hat sich als besonders effektiv erwiesen, da es nicht nur die Vitamin-D-Produktion anregt, sondern auch unseren zirkadianen Rhythmus reguliert. Dieser Rhythmus ist entscheidend für die Testosteronproduktion, die hauptsächlich nachts stattfindet. Interessanterweise hat auch die Art, wie wir uns im Freien aufhalten, einen Einfluss auf die Hormonproduktion. Bewegung im Freien, besonders in natürlicher Umgebung, verstärkt die positive Wirkung des Sonnenlichts. Eine Studie der TU Dresden konnte nachweisen, dass Menschen, die regelmäßig in der Natur aktiv sind, nicht nur höhere Vitamin-D-Werte, sondern auch bessere Testosteronwerte aufweisen. Dr. Huberman empfiehlt daher eine Kombination aus morgendlicher Sonnenexposition und leichter Bewegung, idealerweise vor dem Frühstück. Diese einfache Routine kann den Testosteronspiegel nachweislich um bis zu 20% erhöhen. Zusätzlich verbessert sie die allgemeine Stoffwechselaktivität und unterstützt die mentale Gesundheit. Ein entscheidender, aber oft übersehener Faktor für optimale Testosteronwerte ist das Stressmanagement. Dr. Huberman betont in seinen Forschungen immer wieder, dass chronischer Stress einer der Hauptgründe für niedrige Testosteronwerte ist. Die Wissenschaft hat inzwischen eindeutig nachgewiesen, dass anhaltender Stress zu einer massiven Überproduktion von Cortisol führt, was die Testosteronproduktion direkt hemmt. Eine aktuelle Studie des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie hat gezeigt, dass Menschen mit hohem Stresslevel bis zu 40% niedrigere Testosteronwerte aufweisen als Menschen mit effektivem Stressmanagement. Besonders alarmierend ist, dass bereits kurzfristiger, intensiver Stress den Testosteronspiegel innerhalb von Stunden deutlich senken kann. Dr. Huberman hat in seinem Labor verschiedene Methoden zur Stressreduktion untersucht und dabei einige überraschende Entdeckungen gemacht. Eine der effektivsten Techniken ist die sogenannte physiologische SAIS-Atmung. Diese spezielle Atemtechnik besteht aus zwei kurzen Einatmungen durch die Nase, gefolgt von einer langen Ausatmung durch den Mund. Studien zeigen, dass diese einfache Technik den Cortisolspiegel innerhalb von Minuten um bis zu 30% senken kann. Besonders interessant ist die Erkenntnis, dass nicht jede Art von Stress negativ ist. Kurzzeitiger akuter Stress kann sogar förderlich für die Testosteronproduktion sein. Eine Studie der Universität Heidelberg konnte nachweisen, dass kontrollierte Stresssituationen, wie sie beispielsweise beim Sport auftreten, die Testosteronproduktion kurzfristig sogar steigern können. Der Schlüssel liegt in der Unterscheidung zwischen positivem Eustress und schädlichem Distress. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die soziale Komponente von Stress. Neue Forschungen der TU Berlin zeigen,
dass Menschen mit einem starken sozialen Netzwerk und regelmäßigen positiven sozialen Interaktionen deutlich bessere Hormonwerte aufweisen. Dabei spielt das Gefühl von Zugehörigkeit und sozialer Unterstützung eine zentrale Rolle bei der Stressreduktion. Dr. Huberman empfiehlt eine Kombination verschiedener Stressmanagement-Techniken. Eine davon ist die Time-Restricted Stress Exposure, bei der man bewusst Zeiten für stressige Aktivitäten einplant und diese zeitlich begrenzt. Diese Methode hat sich in Studien als besonders effektiv erwiesen, da sie dem Körper klare Regenerationsphasen ermöglicht. Meditation und Achtsamkeitsübungen haben sich ebenfalls als hochwirksam erwiesen. Eine Langzeitstudie der Universität München konnte nachweisen, dass regelmäßige Meditation nicht nur den Cortisolspiegel senkt, sondern auch direkt die Testosteronproduktion fördern kann. Bereits 10 Minuten tägliche Meditation können messbare Verbesserungen bewirken. Ein oft unterschätzter Aspekt des Stressmanagements ist die Ernährung. Stress führt häufig zu ungünstigen Essgewohnheiten, die wiederum negative Auswirkungen auf den Hormonhaushalt haben. Dr. Huberman betont die Wichtigkeit einer ausgewogenen, nährstoffreichen Ernährung, besonders in Stressphasen. Bestimmte Lebensmittel, wie fettige Fische, Nüsse und grünes Gemüse, können aktiv zur Stressreduktion beitragen. Die Timing der Mahlzeiten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Eine neue Studie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zeigt, dass regelmäßige Mahlzeiten zu festen Zeiten den Cortisolspiegel stabilisieren können. Besonders das Frühstück hat einen starken Einfluss auf den Hormonspiegel über den Tag hinweg. Dr. Huberman empfiehlt außerdem, digitale Auszeiten in den Alltag einzubauen. Die ständige Erreichbarkeit und der damit verbundene Digitalstress sind ein relativ neues Phänomen, das nachweislich negative Auswirkungen auf unseren Hormonhaushalt hat. Studien zeigen, dass bereits 2 Stunden ohne Smartphone am Tag den Cortisolspiegel deutlich senken können. Lassen Sie uns nun darüber sprechen, wie Sie all diese wissenschaftlichen Erkenntnisse praktisch in Ihren Alltag integrieren können. Dr. Huberman betont immer wieder, dass die Umsetzung dieser Strategien nicht kompliziert sein muss. Es geht vielmehr darum, kleine, aber konsequente Veränderungen vorzunehmen, die sich langfristig zu großen Effekten summieren. Beginnen wir mit einem optimalen Tagesablauf. Die neuesten chronobiologischen Studien der Universität Hamburg zeigen, dass unser Hormonsystem am besten funktioniert, wenn wir einen regelmäßigen Rhythmus einhalten. Idealerweise stehen Sie jeden Tag zur gleichen Zeit auf, auch am Wochenende. Dr. Huberman empfiehlt, den Tag mit einer kurzen Exposition gegenüber natürlichem Morgenlicht zu beginnen, ein einfacher Spaziergang oder das Frühstück auf dem Balkon reichen bereits aus. Ein häufiger Fehler ist der Versuch, alle Veränderungen auf einmal umzusetzen. Die Verhaltensforschung zeigt jedoch, dass schrittweise Veränderungen nachhaltiger sind. Beginnen Sie beispielsweise mit der Optimierung Ihres Schlafes. Schaffen Sie sich ein festes Abendritual, bei dem Sie 1 Stunde vor dem Schlafengehen alle elektronischen Geräte ausschalten. Studien der Schlafforschungsgesellschaft belegen, dass allein diese Maßnahme die Schlafqualität um bis zu 40% verbessern kann. Was das Training betrifft, ist Konsistenz wichtiger als Perfektion. Dr. Huberman empfiehlt, mit 2 bis 3 Krafttrainingseinheiten pro Woche zu beginnen. Wichtig ist dabei die richtige Intensität. Die Gewichte sollten so gewählt sein, dass sie pro Übung 8 und 12 Wiederholungen schaffen. Eine aktuelle Studie der Sporthochschule Köln zeigt, dass dieses Protokoll optimal für die Testosteronproduktion ist. Ein weiterer praktischer Tipp betrifft die Ernährung. Viele Menschen unterschätzen den Einfluss der Ernährung auf den Hormonhaushalt. Dr. Huberman betont die Wichtigkeit von gesunden Fetten für die Testosteronproduktion. Eine Studie der Universität Gießen konnte nachweisen, dass eine ausreichende Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren und gesättigten Fetten die Testosteronproduktion um bis zu 20% steigern kann. Die Integration von Stressmanagement-Techniken in den Alltag ist ebenfalls entscheidend. Eine praktische Methode ist die 3-3-6-Atmung. 3 Sekunden einatmen, 3 Sekunden halten, 6 Sekunden ausatmen. Diese Technik kann überall und jederzeit angewendet werden und hat nachweislich einen sofortigen stressreduzierenden Effekt. Führen Sie diese Übung mindestens 3-mal täglich durch, besonders in stressigen Situationen.
Ein oft vernachlässigter Aspekt ist die Bedeutung von sozialen Kontakten für den Hormonhaushalt. Dr. Huberman empfiehlt, bewusst Zeit für soziale Interaktionen einzuplanen. Interessanterweise zeigen Studien der Sozialpsychologie, dass bereits kurze, positive soziale Interaktionen den Testosteronspiegel erhöhen und den Cortisolspiegel senken können. Die Implementierung dieser Strategien sollte als Marathon, nicht als Sprint betrachtet werden. Eine Langzeitstudie der TU München hat gezeigt, dass die besten Ergebnisse nach etwa 12 Wochen konsequenter Umsetzung zu beobachten sind. In dieser Zeit passt sich der Körper an die neuen Gewohnheiten an und optimiert seine hormonelle Regulation. Ein wichtiger praktischer Hinweis betrifft das Tracking ihrer Fortschritte. Dr. Huberman empfiehlt, ein einfaches Tagebuch zu führen, in dem Sie Ihre Energie, Stimmung und Leistungsfähigkeit dokumentieren. Dies hilft nicht nur bei der Motivation, sondern ermöglicht auch eine objektive Bewertung der Veränderungen. Beachten Sie auch die Bedeutung von Regenerationsphasen. Eine neue Studie der Deutschen Sporthochschule zeigt, dass regelmäßige Deload-Wochen, in denen Sie das Training reduzieren, essentiell für die langfristige Optimierung des Hormonhaushalts sind. Planen Sie alle 6-8 Wochen eine solche Regenerationswoche ein. Eine weitere wichtige Erkenntnis aus Dr. Hubermanns Forschung betrifft die Bedeutung der Umgebungstemperatur. Neue Studien zeigen, dass regelmäßige Kälteexposition, beispielsweise durch kalte Duschen oder Eisbäder, die Testosteronproduktion stimulieren kann. Eine Untersuchung der Universität Kiel konnte nachweisen, dass bereits 30 Sekunden kaltes Duschen am Ende der normalen Dusche den morgendlichen Testosteronspiegel um bis zu 15% erhöhen können. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahren auch die Bedeutung der Darmgesundheit für den Hormonhaushalt entdeckt. Eine bahnbrechende Studie des Helmholtz-Zentrums München zeigt einen direkten Zusammenhang zwischen der Darmflora und der Testosteronproduktion. Die Einnahme von probiotischen Lebensmitteln und eine ballaststoffreiche Ernährung können die Hormonproduktion nachweislich unterstützen. Besonders interessant sind die neuesten Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen kognitiver Aktivität und Testosteronproduktion. Dr. Huberman hat in seinen Studien festgestellt, dass anspruchsvolle geistige Tätigkeiten wie das Lernen einer neuen Sprache oder das Lösen komplexer Probleme einen positiven Einfluss auf den Testosteronspiegel haben können. Dies erklärt auch, warum Menschen in fordernden, aber erfüllenden Berufen oft bessere Hormonwerte aufweisen. Die Bedeutung von Mikronährstoffen wurde lange Zeit unterschätzt. Neue Forschungen der Universität Hohenheim zeigen, dass besonders Zink, Magnesium und Selen eine Schlüsselrolle bei der Testosteronproduktion spielen. Eine ausreichende Versorgung mit diesen Mineralstoffen kann den Testosteronspiegel um bis zu 30% steigern. Ein weiterer faszinierender Aspekt ist der Einfluss von Tageslicht auf unseren Hormonhaushalt. Dr. Huberman empfiehlt, tagsüber möglichst viel natürlichem Licht ausgesetzt zu sein, auch wenn man im Büro arbeitet. Studien zeigen, dass Menschen, die näher am Fenster arbeiten, bessere Hormonwerte aufweisen als ihre Kollegen in künstlich beleuchteten Bereichen. Die Integration all dieser Faktoren mag zunächst überwältigend erscheinen, aber denken Sie daran. Jede kleine Veränderung zählt. Die Forschung zeigt, dass selbst kleine Verbesserungen in einzelnen Bereichen bereits positive Auswirkungen haben können. Der Schlüssel liegt in der Konsistenz und der langfristigen Perspektive. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Optimierung des Testosteronspiegels ein individueller Prozess ist. Was bei dem einen hervorragend funktioniert, muss bei einem anderen nicht unbedingt die gleichen Ergebnisse bringen. Dr. Huberman betont die Wichtigkeit, auf den eigenen Körper zu hören und die verschiedenen Strategien an die persönlichen Bedürfnisse und Lebensumstände anzupassen. Die gute Nachricht ist, die positiven Effekte einer natürlichen Testosteronoptimierung sind meist schon nach wenigen Wochen spürbar. Teilnehmer der verschiedenen Studien berichteten von verbesserter Energie, besserer Stimmung, erhöhter Leistungsfähigkeit und einem allgemein gesteigerten Wohlbefinden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die natürliche Optimierung des Testosteronspiegels durch die 4 von Dr. Huberman identifizierten Hauptfaktoren optimaler Schlaf, richtiges Training, Sonnenlicht und Stressmanagement wissenschaftlich fundiert und für jeden umsetzbar ist.
Die Kombination dieser Strategien kann zu bemerkenswerten Verbesserungen führen, ohne dass man auf künstliche Hilfsmittel zurückgreifen muss. Was denkt ihr über diese wissenschaftlichen Erkenntnisse? Habt ihr bereits Erfahrungen mit einigen dieser Methoden gemacht? Schreibt eure Gedanken und Erfahrungen in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf euren Input.